Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Thierry. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 18. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir gegen Kamerun gespielt. Ja, das war ein Hin und Her, aber zum Schluss haben wir ja leider verloren. Aber Gott sei Dank war das bloß ein Freundschaftsspiel. Von daher alles gut. So, dann wollen wir wieder zurück nach Schwerin. Ja, unser nächster Gegner ist der TSV Havelse. Ja, das Spiel haben wir gewonnen, 2:0. Jetzt schauen wir mal, wie wir morgen so spielen. Ich werde erstmal mit allen mal schnacken. Ich fange lieber mal von unten an. Gib mal ein bisschen Vollgas im Training. Rubens, du hast gut trainiert. Leg Moralpunkte zu Schulz. Aydin. Muss körperlich stärker werden. Sehr schön. Christoph. Aydin Noga. Noga, du hast gut trainiert. Meier, sagen wir nichts. Eckerte, du hast auch gut trainiert. Zack und Popov. Nö. Philipp ist noch nicht. Voss hat Geburtstag. Hey, alles Gute. Siehst du mal. Haben wir das auch geregelt? So, dann werden wir gleich einen Tag weitergehen zum Spieltag. Und dann. Ja, mit Zack hier. Ne, ich glaube, der möchte diesmal den Dennis sehen. Ja, jetzt geht's los. FC Mecklenburg-Schwerin gegen TSV Havelse. Ja, wir sind gut in Form, aber das hat nichts zu sagen. Knapp 900 Zuschauer werden erwartet. So, ich möchte den Dennis Schulz sehen. Dann möchte ich auch den Michalski ist noch angeschlagen. Sonst würde ich ganz spontan sagen, dass soweit alles in Ordnung ist. Oder was meint ihr? Lass uns mal die Innenverteidigung angucken. Popov nehmen wir mit. Voss. So, okay. Ja, das passt so. Taktik gucken wir uns gleich nochmal an. Vorschlag der Assistenten Eiberger. Verstärkt auf den Schuss. Kraft. Nö, das passt schon so. Streller hat Trainingsziel erreicht. Das ist sehr gut. Lass uns mal gleich anpassen. Nils hat Oberschenkelprellung und Schülke hat auch ein Trainingsziel erreicht. Das ist auch gut, und zwar Schnelligkeit. Das ist mal unrelevant für ihn. Machen wir das mal Ausdauer und dann Dribbling. Und dann sehen wir weiter. So. Die zweite Mannschaft ist noch nicht vollzählig. So, jetzt schon. Wie schon gesagt, in der Taktik wollte ich nochmal ein bisschen mal umgucken. Ah, Zieme war das, genau. Pass mal auf. Machen wir hier so Einzelbewahrung. Machen wir hier so. Die beiden müssen wir aufpassen. Ja, wenn die beiden zu viel Probleme machen, kriegen sie auch eine Einzelbewachung. Nasser und Rizzo und Rischke. Okay.
Ja, dann können wir reingehen ins Spiel. Eine Runde Golfen können wir nur machen. Ja, unentschieden wäre nicht schlecht. Wenn nicht sogar ein Sieg. Bin sehr optimistisch. Wir werden keine Tore kassieren. Geht raus, spielt ordentlich Fußball. Die Mannschaft darf nicht verlieren. Gegen starke Gegner sollte zumindest die Hälfte der Niederlage sich in Grenzen. Okay. Ja, spielt ordentlich Fußball, Leute. Reißt euch zusammen. Und dann geht's los. Ja, Hinrunde haben wir gewonnen. 2-0. Ja. Bin ich echt gespannt. So, ihr Lieben, raus mit euch. Damit wir loslegen können hier. Der Älteste ist Menga. Okay. So, zack, zack hier. Raus mit euch. Oh, Schwerin hat seit 5 Spielen nicht mehr verloren. Uiuiui. Ich ahne Böses. Räuber. Eiberger. Aydin. Schulz. Schulz schießt auf Jensen. Jensen hat da keine Probleme. Noch sind wir auf den achten. Schulz gibt auf Räuber. Ja, nicht schlecht. Schuster am Ball, Aydin, Räuber auf Schulz, aber Trautmann war einen Schritt schneller. Nasser, so, Nasser. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schöne Parade. Trautmann. Und reingeköpft. Menga. 1-0 in der 10. Minute. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Rizzo. Aber Nasser holt sich den Ball zurück. Schulz. Abseits, sehr gut. Räuber. Ah, Schulz wäre im Abseits gewesen. Grützo hat eine Menge Platz. Sieber. Was macht Sieber? Mark hat da keine Schwierigkeiten, das ist gut. Weiter geht's. Räuber auf Eiberger. Eiberger, Vorteil, Schulz. Schulz gibt ab auf Noga. Noga könnte das 1:1 machen. Er macht es auch. Jawohl. Pavel Piotr Nowa. Sehr schön. Schulz. Ja, er möchte es gern selbst machen. Aber gut. 1:1. 28. Minute. Noga kommt nicht mehr ran. Schade. Eiberger. Was macht Eiberger? Wollte Räuber erreichen. Schulz. Ah. Schulz gibt ab auf Aydin und oh Leute, was war das? Eiberger, noch immer Eiberger, gibt auf Schulz. Schulz könnte schießen, nee, macht's nicht. Ah, Nasser.
Aber leider abseits. Sehr schön. 10 Minuten sind noch zu spielen. Nasser. Ja. Ich hoffe, ein Abseits. Jawohl. Eibäcker. Könnt ab. Aydin. Aydin. Ah. Kopf weitergeleitet, ja. Das war's dann auch. Harder. Schuster. Pfannenstiel. Langen Ball auf Räuber. Kommt auch an. Ah, Ecke. Sehr schön. So, reißt euch zusammen. Schön überlegt. Schöner Schuss. Aber leider daneben. Drei Minuten sind noch zu spielen. Abseits. Ich dachte gerade. Ja. Eng, eng, eng. Und weiter geht's, weiter geht's. Harder. Schulz. Ja. Hätte man auch pfeifen können. Schuster. Aydin. Halbzeit. 1-1. Noga. Sehr schön. Eine gelbe Karte. Nasser. Das darf. Ja. Ja, ist besser, ne? Besser, wir holen ihn raus. So, Leute, macht das genauso, wie wir im Training einstudiert haben. Schulz und Räuber kriegen eine Massage. Dich, 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 dich und Schuster. Das haben wir geregelt. Das haben wir geregelt. Gelbe Karte haben wir rausgeholt. Sehr schön. Und dann kann es weitergehen. Und noch sind wir auf dem 8. Platz. Pfannenstiel. Sehr schön. Trautmann, die gelbe Karte. Zu Recht. Zu Recht. Aydin. Und Noga in Abseits. Aber gut. Ja, locker. Beide. Aber gut. Mitgedacht. Rizzo. Siemer. Hat eine Menge Platz. Nein. Menge macht das 2-1. Schulz. Pfannenstiel macht das gut. Pfannenstiel. Wieder Pfannenstiel. Oh Mann, oh Mann. Menga. Oh Menga, das reicht, was du gemacht hast heute. Ellenschläger. Räuber. Gibt ab auf Schulz. Schulz. Noch immer Schulz. Eibäcker. Eibäcker. Oh Mann. Jensen. Schöne Parade. Ja, das wäre auch, glaube ich, abseits gewesen. Noga. Schulz. Schulz. Dennis. Ah, du sollst das Tor treffen. Ein paar Minuten warte ich noch. Eibäcker. Schulz. Räuber. Gib ab auf Aydin. Nicht abseits. Sehr schön. Hader, Schuster. Siemer hat Platz jetzt. Völster, Schuster, sehr schön. Aydin, Schulz, Räuber.
Räuber. Kann sich freilaufen. Ah, gibt ab. Traut man. Zack, hier kommt rein. Und einen frischen Innenverteidiger, würde ich mal sagen. Sotke. Hader. Guter Körpereinsatz. Schuster. Aydin. Schulz. Hader. Schuster. Können wir noch den Ausgleich machen? Schuster. Hat ja keine Schwierigkeiten. Sehr gut. Noga. Noga hat Platz. Das sollte jetzt zu Räuber, aber warum versuchst du das nicht? Warum versuchst du das nicht alleine? Gut, weiter geht's. 10 Minuten sind noch zu spielen. Schulz geht raus. Blume kommt. Seitens Havelse. Ellenschläger hat er keine Schwierigkeiten. Ja, wir sind auf den 9. Platz runtergerutscht, ne? Sehe ich gerade. Aydin. Räuber. Sollte Zakir erreichen. Abseits. Aydin. Zakir. Fölster. Hat Platz. Hat eine Menge Platz. Und Vogt bekommt jetzt die gelbe Karte. Drei Minuten sind noch zu spielen. Oh Mann. Aydin. Auf Zakir. 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 Jung. Gute Idee, aber... Durchführung schlecht. Okay. Da. Ja. Menga. 2:1, ne? Schüsse aufs Tor. 1. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wie sieht's jetzt aus? Durchwachsen, ne? Oh, guck mal da. Zweiter von HSV. 5:0 gegen Lübeck. Nicht schlecht, nicht schlecht. Einmal Statistiken da gleich mal reingucken. Ist keiner von uns. Ja, ja. Erfolgreiche Pässe haben wir ein bisschen besser. Freistöße, Schüsse vorbei. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Fand Stiefeld aus. Nicht gut. Ich hoffe nicht lang. Ja, Vorstand findet das bestimmt auch nicht gut. Ja, ein Punkt verschlechtert. Marc ist infiziert. Könnte noch fit werden zum nächsten Spiel. Vogt fällt aus gegen Gelbsperre. Okay. Pfannenstiel. Okay. Würde ich mal sagen, Harada. Komm mal ran. Code. Schauen wir mal. So, zwei Nachrichten haben wir noch. Gucken wir uns auch noch an. Ja, haben wir mitgekriegt. Haben wir mitgekriegt. Ja, offenbar angesteckt. Ja. Oh Mann. Okay, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Geld müsste ich eigentlich nicht, ne?
In der nächsten Folge geht es dann weiter gegen Oldenburg. Müssen wir da ran. Oh gut, oh gut. Hinrunde haben wir gewonnen, aber das hat ja nichts mehr zu sagen, ne? Haben wir gegen Harvey auch ja gesehen. Gehenter. Machen wir hier noch ein bisschen. Dann sind wir doch wieder ein bisschen in Plus. So, ich bin jetzt weg und tschüssi.